Moin. Nein, ich will mich heute nicht ärgern. Dazu ist der Tag viel zu schön, die Sonne scheint. Der Grund, warum ich mich ärgern könnte, ich glaube, wir haben eine ausgewachsene Mäuseplage neben der Schneckenplage. Sogar ins Gewächshaus, was da noch in den Töpfchen stand, an vorgezogenen Kürbissen und Zucchini, ist jetzt futsch. Erbsen haben wir aufgegeben. Es macht einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie viele Packungen Erbsen wir noch in die Erde stecken sollen. Wir überlegen uns fürs nächste Jahr eine andere Strategie. Aber ärgern will ich mich heute nicht. Bleibt dran. Ja, schaut euch mal unseren Totholzhaufen an. Bei der Beleuchtung, wenn so ein paar Sonnenstrahlen da reinkommen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist das Schöne an der Natur. Aber kann auch sein, dass der Schein trügt. Denn hinter diesem schönen Schein verbirgt sich die Triebfeder der Natur, die Evolution. Und die Evolution wiederum, die hat auch nur eine Triebfeder, ein Naturgesetz, was das alles antreibt. Das ist die Erhaltung der eigenen Art. Und wenn man jetzt hier den Totholzhaufen sieht, oder ich zeige euch nochmal den Teich hier oben, da kann ich vielleicht besser verdeutlichen, was ich meine. Seht ihr auch das hier, ist ein absolut schönes, harmonisches Bild. Aber es kommt eben auf die Perspektive an. Nehmen wir an, nur ein kleines Gedankenexperiment. Ich wäre jetzt nicht 1,83 Meter, sondern nur 1 Zentimeter groß. Und müsste jetzt von hier vorne bis da hinten ans andere Ufer da durchlaufen. Würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich da hinten lebend ankomme. Weil das eben der reinste Urwald wäre. Und wer weiß, was mir da alles begegnen würde. Ich meine, so einen kleinen Vorgeschmack, wie klein man sich fühlen kann, das hatten Ulrike und ich hier, als wir in Nordkalifornien in den Redwoods waren. Zwischen den riesigen Bäumen, da kann man sich schon mal etwas verloren vorkommen. Und so ist das in der Natur. Ich meine, nach außen hin sieht das alles schön und friedlich aus. Aber in Wahrheit spielen sich hier jeden Tag Tausende von Dramen ab. Und es geht ums Überleben. Und jeder will seinen Platz behaupten. Und ein Stück von dem Sonnenlicht ergattern. So ist das nun mal, wenn man mal hinter die Fassade blickt. Und das ist so auch mein Ansatz hier im Kleingarten, nämlich die Perspektive. Wo stehe ich hier eigentlich in dem Garten? Gut, viele haben einen Kleingarten. Die kommen dann am Wochenende oder an Himmelfahrt und setzen sich dahin und grillen und haben ihren Spaß. Aber wo sehe ich mich hier? Oder wo sehe ich Ulrike und mich hier im Kleingarten? Sind wir sowas wie Götter? Nee, beileibe nicht. Wir können zwar Bäume pflanzen, aber wir können keine Bäume erschaffen. Oder noch nicht mal eine Salatgurke. Wir können überhaupt nichts erschaffen. Sondern wir greifen hier nur gestaltend ein. Und ja, hin und wieder müssen wir mal regulieren. Wie zum Beispiel jetzt mit den Schnecken und den Mäusen. Das hilft ja nichts. Gestern habe ich, wo wir eben beim Teich waren, eine Baby-Ringelnatter umsiedeln müssen. Weil bei den alten Germanen galten die Ringelnattern zwar als Glücksbringer, aber Ulrike und die Ringelnatter, das wären keine Freunde mehr, nicht in diesem Leben. Und von daher habe ich sie umgesiedelt, weil ich habe ja auch jede Menge
Babymolche jetzt oder demnächst im Teich und das würde etwas Stress machen. Ich meine, die Ringelnatter kommt zurück, das ist gar keine Frage. Aber jetzt für den Moment ist sie erstmal weg. So, und währenddessen zeige ich euch noch ein bisschen unseren Gemüsegarten hier, wo wir richtig stolz drauf sind. Das ist alles in der Erde jetzt soweit. Bis auf die Erbsen, das knicken wir dieses Jahr, das macht einfach keinen Sinn. Und Kürbis und Zucchini, das werden wir dann vermutlich nächstes Jahr so weit vorziehen, an einem sicheren Ort, wo es nicht Opfer von Mäusen wird oder was sonst noch Interesse haben könnte. Und dann ist das Thema auch erledigt. Ja, wir waren bei der Evolution und wie das alles zusammenhängt. Ich meine, ich sitze ja oft am Teich und denke nach und philosophiere, was die Welt im Innersten zusammenhält, ganz wie Dr. Faust. Und wenn ich eine Antwort gefunden habe auf eine Frage, dann tun sich aber gleich wieder 10 neue Fragen auf. So ist das bei mir. Ich bin nun mal sehr wissbegierig und ich habe euch, glaube vor vorletzten Film oder sowas, als ich über das Aluminium geredet habe und die Elemente in der Erdkruste, kamen wir, glaube ich, auf Aluminium zu sprechen. Und jetzt hatte ich im letzten Film, glaube ich, den Ackerschachtelhalm erwähnt, den man in im Volksmund auch Zinnkraut nennt. Ich zeig's euch nochmal zur Erinnerung. Hier bei mir wächst also der Ackerschachtelhalm ungefragt, wie einiges andere hier auch. Aber dieses Zinnkraut, nennen wir mal Zinnkraut, hat man eben, daher der Name, früher benutzt, um Zinn zu putzen, weil da zum einen Kieselsäure drin ist. Das ist so ein bisschen kristallig, ein bisschen kriselig. Und daher hat sich das zum Putzen geeignet. Zum anderen ist Kieselsäure, was ja nichts anderes ist wie eine wasserlösliche Form von diesem Silizium, womit wir wieder bei den Elementen in der Erdkruste sind. Diese Kieselsäure ist eben sehr wertvoll für den Körper, das Silizium. In Japan zum Beispiel wird Ackerschachtelhalm als Gemüse angebaut. Es ist ein bisschen, ja, habe ich gelesen, ich habe es noch nicht probiert, aber es soll ein bisschen, als wenn man auf Sand beißt sein, eben durch diese kristallartige Struktur von dieser Kieselsäure. Also ich würde es bevorzugen, eher als Tee zu mir zu nehmen. Aber Vorsicht, der Ackerschachtelhalm hat ein bösartiges Geschwister und das ist der Sumpfschachtelhalm, woran auch Weidetiere wie Kühe oder Pferde mal gerne eingehen können, weil es eben giftig ist. Und auch wenn der Sumpfschachtelhalm im Heu mitgeerntet wird, das bleibt jahrelang erhalten und ist dann Ursache für einen schlechteren Milchertrag oder wenn die Kühe halt erkranken. Woran erkenne ich das jetzt, was ich da vor mir habe? Ich zeig's euch. Das ist, sieht man das vor dem Hintergrund? So sieht man es, glaube ich, besser. Ackerschachtelhalm, der hat diese, nennen wir es mal Blätter, auf jeden Fall mehr als 7. Ein Sumpfschachtelhalm, der hat meistens 4, 7 wäre schon eine Seltenheit. Und daran kann man es also eigentlich erkennen, wenn diese Rippen, sage ich mal, mehr als 7 sind, dann ist es Ackerschachtelhalm und der ist ungiftig. Was fällt uns noch auf an dem Ackerschachtelhalm, an dem Zinnkraut? Ja, es hat weder Blüten noch bildet es Samen aus, sondern es
bilden sich Sporenbehälter. Und in diesen Sporen werden halt die weiblichen und männlichen Zellen ausgebildet und die vermischen sich dann nachher durch Einfluss von Wasser. Also man sieht schon daran, dass diese Pflanze eher den urzeitlichen Pflanzen zuzurechnen ist, wie Farn zum Beispiel. Also die gab es schon, als es uns Menschen noch lange nicht gab. Jetzt stellt sich die Frage, warum erzähle ich euch das alles? Ich finde es total spannend, was hier im Garten alles zu entdecken gibt. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ihr einen Garten habt und da kommen eure Kinder oder eure Enkel und wollen mal was wissen und ihr habt dieses Wissen parat, das ist doch was, ne? Wenn man sowas mal preisgeben kann. Und für mich ist es das hier, dass ich mich als Teil von dem Garten verstehe. Ich bin nicht Gott, bin nicht der Schöpfer, sondern ich bin ein Teil. Ich behaupte meinen Teil hier im Garten, muss mich gegen andere durchsetzen. Und wir bilden hier eine Einheit. Ne? Und deswegen will ich wissen, was hier noch so mit mir wächst im kleinen Garten am Birkenholm, auf dem kleinen Gartenkanal. Hab übrigens gesehen in der Statistik, 2/3 von denen, die meine Filme angucken, haben den Kanal noch nicht abonniert. Aber warum denn nur? Es kostet doch nichts. Ich will euch nichts verkaufen. Da ist nichts zum Anklicken da unten, wo ihr hinklicken könnt, landet bei Amazon. Ich will euch auch keine Ideologie verkaufen, sondern einfach nur den Spaß am Kleingarten vermitteln. Und darum geht's hier. Also seid so gut. Lasst mal ein Abo da. Und dann seht ihr nicht nur den schönen Rhododendron hier, sondern ihr verpasst auch nicht die Geschichten, die ich dann erzähle von den anderen kleinen Schätzchen, die hier im Garten zu finden sind. Zum Beispiel von der Akelei hier, was es damit auf sich hat. Oder Sachen, die ich auch nicht gepflanzt habe, aber trotzdem optisch schön sind, wie diese Hasenglöckchen. Oder ich erzähle euch die Geschichte vom kriechenden Günsel. Weil das sind auch nicht nur schöne Pflänzchen. Da gehen die Hummeln gerne dran. Die Blüten sind auch essbar. Da hat man ein paar Farbtupfer im Salat, wer das denn möchte. War ja auch mal so ein Hype, dass man alles Mögliche an Blüten sich in den Salat reinstopft. Oder aber ich erzähle euch, was es mit dem Beinwell hier auf sich hat. Und das ist der kriechende Beinwell, der auch eine sehr nützliche Pflanze ist. Aber im Gegensatz zu den anderen haben wir das hier schon bewusst gezogen. Und gegenüber vom Beinwell seht ihr den Girsch, der von der Nachbarin herüber wächst. Und über Girsch, glaube ich, muss ich auch nochmal einen extra Film machen. Und dann stellt sich wieder die Frage, ja, warum wetterst du denn so gegen den Girsch und rupfst den aus und Beinwell pflanzt du extra an und das Zinnkraut, das singst du eine Lobhymne drauf. Ja, das ist eben das mit der Evolution, mit diesen Kämpfen, die hinter der schönen Fassade sich abspielen von der Natur, denn Girsch, der macht alles andere platt. Und da müssen wir regulierend eingreifen. Weil so viel Girsch könnten wir gar nicht essen, wie hier wächst, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten. Und es ist eben leider so, dass da andere Pflanzen wenig bis keine Chancen haben. Und das ist eben die Geschichte mit der Evolution. Und wie das alles zusammenhängt, auch hier in unserem Kleingarten. Das kriegt ihr nur hier im Kleingartenkanal geboten. So, jetzt habe ich die Hälfte bestimmt wieder vergessen. Aber im Grunde genommen könnte ich jeden Tag hier einen Film im Garten drehen. Es ist immer so viel Neues und so viel zu entdecken. Und Sachen, die sich ändern. Und kleine Dinge, über die man sich ärgern könnte, wenn man denn wollte. Aber wollen wir uns ärgern? Nein. Wir genießen hier unser Paradies, was wir geschaffen haben, obwohl wir keine
Götter oder Göttinnen sind, sondern nur ein Teil von diesem ganzen Gebilde hier, wo wir uns einfügen. Und dafür sind wir froh und dankbar, dass wir das dürfen. So, bevor das jetzt noch philosophischer wird, lasst mir doch mal eure Gedanken in den Kommentaren da. Wie gefällt euch das Format hier, dass ich mal ein bisschen über Kräuter und Heilpflanzen erzähle? Oder soll ich auch noch den 12. Film machen, was wir im Mai noch anbauen können? Oder, nein, also... Wie gesagt, ich denke mal, es gehört so viel mehr dazu. Und wenn man sich auskennt im Garten, hat noch keinem geschadet. Also in diesem Sinne, lasst mir eure Kommentare da und ein Abo. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.